Hallo liebe Eltern, hallo Kids, das ist der Max, der trainiert den 2012er Jahrgang und ich bin der Timo, ich trainiere den 2011er Jahrgang für die Leute, die uns nicht kennen und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Und zwar kommt heute das allererste Trainingsvideo von uns zwei. Wir haben uns gedacht, jetzt wo die Sportstätten wieder geschlossen sind und man sich wieder nicht mehr treffen kann zum Fußballspielen, muss es doch irgendwas geben, was man machen kann, damit auch man mit den Kindern in Kontakt bleibt und dass die Kinder sich auch bewegen zu Hause und da dachten wir uns, wir erstellen euch jetzt einfach in den nächsten 4 Wochen immer mal wieder Trainingsvideos, wo Übungen drin sind, die ihr zu Hause mitmachen könnt, die wo auch eure Eltern gerne mitmachen können. Genau. Heute ist der Schwerpunkt einfach ein bisschen den Ball annehmen, ein bisschen Technik, ein bisschen dribbeln, dass man da einfach ein bisschen was mit dem Ball weitermacht. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr so außerhalb von den Videos auch euch ein bisschen in Form hält, ein bisschen vor allem gesund bleibt und genau. Das war es eigentlich erstmal soweit. Im Anschluss machen wir uns jetzt gleich warm und danach geht es auch schon in die ersten Übungen rein. Bis wir uns wiedersehen, wünsche ich euch viel Spaß und das war's von uns. Fangen wir zum Aufwärmen an. Wichtig ist, jede Übung beim Aufwärmen wird ungefähr 30 Sekunden lang dauern. Ja? Im Hauptteil sind es dann 4 bis 5 Minuten pro Übung, jetzt sind es 30 Sekunden. Deswegen, Papas, Mamas, nehmt euch eine Stoppuhr und stoppt's mit. Ja? Jedes Mal, nachdem ich eine Übung erklärt habe, könnt ihr auf Pause drücken, die Kids können schnell die Übung machen. Und dann geht's wieder weiter mit dem Video. Also wir fangen an, wir brauchen erstmal keinen Ball. Ja? Wir sind im Stand und wir machen Hampelmänner. Okay? Große Hampelmänner. Das ist die erste Übung. 30 Sekunden lang. Zweite Übung. Wir stellen seitlich hin und wir fersen die Beine hinten an. Okay? Schön an die Hände. Dritte Übung. Wir heben die Beine nach oben. Okay? Richtig hoch. Auch bis zu den Händen hoch. Die Hände aber auf einer Höhe lassen. Gut, die vierte Übung, brauche ich einen Ball. Wir nehmen den Ball und wir tippeln abwechselnd auf ihn, okay? Am besten hohes Tempo und das hohe Tempo auch halten, ja? Die vollen 30 Sekunden lang halten. Dann nehmen wir den Ball zwischen die Beine und wir spielen hin und her. Hin und her, auch hier hohes Tempo und das Tempo halten, okay? Gut, und für die letzte Übung, ohne Ball, wir sind wieder im Stand. Und wir tippen so stark wie können. Okay, 30 Sekunden lang durch. 30 Sekunden lang durch. Genau, das war das Aufwärmen. So, ich hoffe, ihr seid jetzt warm. Ich bin's auf jeden Fall. Und jetzt gar keine Zeit verlieren. Wir gehen in die erste Übung rein. Da haben wir 3 Übungen, okay? Wir haben hier ein Hütchen und hier drüben ein Hütchen. Das können wir auch zu Hause mit Schuhen machen. Hauptsache, ihr braucht eine Markierung, die ungefähr 3 bis 4 Meter auseinander ist und ihr braucht einen Ball und einen Partner. Und dann ist die Übung auch schon vorbereitet. Jetzt erkläre ich noch, wie die Übung geht. Wir haben 3 verschiedene Optionen, wie wir die Übung machen. Die erste Option ist, ihr bekommt den Ball von eurem Partner zugespielt. Dann nehmt ihr den Ball immer mit dem äußeren Bein mit und tut auch mit der Innenseite den Ball mit rübernehmen. Mit rechts angenommen, rübergenommen, mit links wird gespielt. So, dann bleiben wir hier, wir haben den Ball zurückgespielt, wir bekommen den Ball wieder zurück von unserem Partner. Jetzt den Ball mit der linken Seite mitnehmen und wieder mit der linken Seite führen, dass wir beide Füße trainieren, okay? Wir sind hier drüben, der Ball kommt wieder nach vorne und wir kriegen den Ball wieder zurück von unserem Partner und nehmen den Ball wieder mit der rechten Seite mit, dribbeln rüber und spielen mit der linken Seite zu unserem Partner. Das war die erste Übung. So. Das war die erste Übung, jetzt machen wir gleich mit der zweiten Übung weiter. Ihr bekommt wieder den Ball von eurem Partner. Diesmal machen wir den Schritt und nehmen den Ball mit der linken Innenseite dann an, dass wir sofort den Weg nach vorne machen und tun den Ball mit der linken, mit dem linken Fuß führen und den Ball mit dem linken Fuß spielen. So, wieder zu unserem Partner. Wir kriegen gleich den Ball wieder zurück von unserem Partner, wieder den Schritt und den Ball mit dem rechten Fuß rüberführen. So, dann spielen wir wieder zu unserem Partner. Also wichtig, der Schritt immer in die Laufrichtung, wo wir mit dem Ball hinwollen. Wenn es Fragen gibt, einfach kurz reinschreiben, ich erkläre die Übung nochmal. Aber es müsste eigentlich klar sein. Jetzt kommen wir zur dritten Übung. Wir bekommen den Ball wieder von unserem Partner und diesmal nehmen wir den Ball mit der Außenseite mit, okay? Und führen den Ball dann auch mit der Außenseite. Gut, jetzt kommen wir zur dritten und letzten Übung. Wir haben hier 7 Hütchen aufgestellt und wir machen hier einen Slalom. Ja, ganz einfach.
Wir fangen an mit der Innenseite. Ja, wir gehen nur mit der Innenseite durch. Rechts mit der rechten Innenseite, links mit der linken Innenseite. Okay? Wir gehen hier rechts, gehen wir rüber und links und mit der linken Innenseite. Wieder rechts, wieder rechte Innenseite, links wieder linke Innenseite. Das machen wir bis zum Schluss. Ja? Wenn wir hier ganz hinten sind, laufen wir einmal rum und dann machen wir genau das gleiche wieder zurück. Okay? Die nächste Übung, wir machen jetzt das gleiche nur mit der Außenseite. Okay, das heißt, wir starten auf eine Seite mit der Außenseite, rechts nur die linke Außenseite, hier rüber, links nur die rechte Außenseite. Durch, durch und wieder genau das gleiche. Wieder bis hinten, einmal rum und wieder neu anfangen. Die dritte Übung, jetzt dürfen wir nur noch mit dem rechten Fuß dribbeln. Wir dribbeln nämlich hier mit der Innenseite und auf der Seite nur noch mit der Außenseite. Okay? Nur mit rechts. Hier gehen wir wieder rum und dann ist gleich wieder von vorne. Und genau das gleiche machen wir auch mit dem linken Fuß und dann haben wir das. So, liebe Eltern und liebe Kinder, das war's mit unserem heutigen Video für euch. Ich hoffe, ihr seid richtig ausgepowert, habt mal richtig schön Gas gegeben. Und genau, dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder bei dem nächsten Video. Das war's von meiner Seite. Ja, ich habe noch einen kleinen Appell an die Eltern. Und zwar werden ja nicht jeden Tag Videos kommen können. Ja? Vielleicht zweimal die Woche oder sowas oder einmal die Woche. Und nehmt euch einfach die Zeit für eure Kinder. Ja, macht auch so mal was im Garten. Übt ein paar Tricks, übt ein bisschen Technik. Oder geht sogar mal mit denen laufen. Ja? Das tut denen gut. Oder auch wenn ihr Zeit habt, ja, an Tagen und ihr wisst auch nicht, was ihr trainieren sollt mit denen oder so. Nehmt nochmal die Videos von den Vortagen, ja, und macht nochmal die. Genau. Und unter den Kindern, die wo uns Videos einschicken, da kriegen die drei Besten eine Überraschung, wenn es wieder ins Training geht von uns. Bis dahin, viel Spaß.